sprechen wir heute über etwas Wichtiges, sehr Wichtiges, vielleicht das Allerwichtigste, denn ohne das geht gar nichts, über die Atmung, über Sauerstoff. Und damit ganz herzlich guten Morgen in diese neue Woche am 5. September 2022. Herzlich willkommen bei Namaste, Namaste auf dem Kaimi-Report der Geschichte, hinter der Geschichte, dem ersten. Und ganz vorab, wir haben heute zwei Sendungen, nämlich auch auf dem zweiten. Und dort geht es um eine neue Form der Theaterkultur, die sich etabliert hat durch neue medizinische Maßnahmen. Also wenn ihr die totale Konfusion, Confusio Totalis, sehen möchtet von einschlägigen Quellen, inklusive Markus Lanz, inklusive österreichischen Quellen, inklusive anderen Quellen, dann müsst ihr unbedingt auch den Kaimi Report 2 einfach das eingeben in der Suchleiste bei YouTube, weil das immer noch viele Fragen, wie kommt man auf 2? Naja, genau so. Und am besten ist, wenn ihr den auch abonniert und die Remembering-Glocke, da die Erinnerungsglocke auch anklickt, dann solltet ihr, sofern YouTube das möchte, auch informiert werden, wenn wir auch auf dem zweiten etwas aufschalten. Noch dreimal schlafen bis zu meiner Kabarett-Premiere in Liestal am 8.9. am Donnerstag um 20 Uhr. Die Veranstalter haben mich gebeten zu sagen, es gibt auch eine Abendkasse, aber ich würde auf www.megaschweizer-mit-2i.ch gehen und mir das Ticket sichern, weil es ist schon eine dreistellige Anzahl an Tickets verkauft worden. Nicht, dass ihr dann da steht und es hat keine Plätze mehr. Das ist relativ einfach, da online ein Ticket zu ergattern oder sonst eine Mail zu schreiben. Wir kommen. Ebenfalls 5 Tage später in Büsserach mein Referat über die betrogene Gesellschaft. Auch dort hat es nicht mehr sehr viele Tickets. Und genau auf der gleichen Adresse megaschweizer.ch könnt ihr dort eine Reservation und euer Ticket sichern. Es hätte, solange es hätte. Und ich freue mich ganz besonders, die neue Ausgabe von Die Freien ist jetzt erhältlich. www.diefreien.ch kann man auch wunderbare verschiedene Abos machen, auch Gönner-Abos machen. Und ich sage das genau darum, weil es steht im Zusammenhang auch mit meinen Referaten. Es sind die offiziellen die offiziellen Medienpartner. Und ich muss auch eine ganz spezielle Grußbotschaft an die Chefredakteurin ausrichten, Priska Würler von meiner Frau. Sie ist extrem begeistert von dieser Zeitschrift, vor allem von der zweiten Aufgabe. Und sie hat mir heute beim Café gesagt, also ich muss dir ehrlich sagen, dass der Inhalt, wie das gemacht ist, also wirklich mit so viel Liebe, das gefällt mir besser als die Weltwoche, die du immer liest. Lieber Roger, sei mir nicht böse, aber wenn ich sehe, wie viel ich dich erwähne und wie viel du mich erwähnst, dann ist diese Bemerkung mir wohl erlaubt. Wir haben da eine gewisse Dysbalance. So, fertig geschwurbelt. Also wirklich. Sondern wir haben ja versprochen, dass wir eben über die Atmung sprechen und über die Atmungsstörungen. Wir sprechen mal über die sogenannte Dyspnoe. Das ist am einfachsten übersetzt mit Atemnot. Und das sind auch die weitaus häufigsten Beschwerden, die Atmung betreffen, das Gefühl einer mehr oder minder ausgeprägten Atemnot. Die Dyspnoe, eben diese Atemnot, ist zunächst nur die Beschreibung eines Symptoms, ohne dass damit bereits die Ursache genannt wird. Wobei ich das Wort nur sogleich wieder streichen will, weil das Gefühl der Atemnot je nach Ausprägung zu der schwerwiegendsten und zu den bedrängendsten Symptomen der Medizin überhaupt zählt. Also ich denke, ein Erstickungstod oder ein Ertrinkungstod, das muss grausam sein, auch im Feuer zu ersticken. Also das hoffentlich bleibt uns das allen erspart, was immer kommen wird. Das Symptom der Atemnot
kann rein körperlich oder rein psychisch bedingt sein oder eben auch eine Mischung von beiden. Es ist so beklemmend und angstbesetzt, dass es als allererstes der sofortigen Linderung bedarf. Das akute, jetzt wird es interessant, weil es geht ja auch um die Maske, das akute Symptom der Atemnot ist daher nicht diskutabel und auch nicht justiziabel. Also ein wichtiger Satz. Mit anderen Worten, die Beschwerden sind von allen Beteiligten zunächst als gegeben hinzunehmen und es ist auch nicht die erste Bürgerpflicht des Patienten, das Gefühl der Atemnot gegenüber einem Schulleiter, Amtsarzt, Ankläger oder Richter beweisen zu müssen, um nach endlosen Behördengängen eine Maskenbefreiung bestätigt zu bekommen. Atemnot resultiert in der HNO, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, meist aus einer Behinderung der Nasenatmung. Das mag zunächst erstaunen, da ja die Atemluft auch über den Mundweg in die Lungen gelangen kann. Die nasalen Ursachen einer Dyspnoe liegen bei weitem nicht immer nur in der auch jedem Nicht-Facharzt, ja sogar jedem Laien und dessen geläufige Verbiegung der Nasenscheidewand, der sogenannten Septumdeviation oder einer Übergröße der Nasenschwellkörper, der sogenannten Nasenmuscheln. Die bloße Tatsache der Verbiegung der Nasenscheidewand oder eine Übergröße der Nasenmuscheln bedingt nicht einmal zwangsläufig eine Therapie, wenn der Patient an diese Zustände im Laufe der Zeit wie an so vieles adaptiert ist, sich wohlfühlt und keine Atemnot verspürt. Das ist bei mir der Fall. Man sieht es ja schon fast, ich habe ein bisschen eine krumme Nase, zu viele Kopfbälle, die daneben gingen. Das kann sich jedoch bei Hinzutreten eines weiteren Atemhindernisses, wie zum Beispiel das Tragen einer sehr eng ansitzenden FFP2-Maske, ändern. Dann wird aus dem zunächst beschwerdelosen oder fast beschwerdefreien Patienten plötzlich der über Atemnot klagende Patient. Die typischen Beschwerden dieser Patienten sind also, ich bekomme im Alltag eigentlich genug Luft, aber unter der Maske leide ich an erheblicher Atemnot. Wie gesagt, das kann auch eine starke psychische Komponente haben, nicht nur eine physische. Und jetzt müssen wir was ins Spiel bringen, die Definition der WHO über Gesundheit, das heißt vollständiges physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden. Also auch wenn er psychisch darunter leidet, dann ist das genauso ernst zu nehmen, wie wenn er wirklich messbar zu wenig Luft bekommt. Selbiges trifft auch für die Schiefstände der äußeren knorpeligen oder der äußeren knöchernen Nase zu. Sie haben fast immer eine Einschränkung der Nasenatmung zur Folge, da, wie leicht zu ersehen ist, ein Haus, welches außen schief ist, nur schwerlich gerade Innenwände haben kann. Dies ist auch die Ursache für die Unzufriedenheit vieler an der Nasenscheidewand Operierter, bei denen versucht wurde, eine innere Begradigung der Nase zu erreichen, ohne auf einen äußeren Schiefstand zu achten und diesen zu beseitigen. Natürlich führen auch Gewebeneubildungen, wie zum Beispiel Nasenpolypen, aufgrund einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung oder Papillome ab einer gewissen Größe zur Behinderung der Nasenatmung oder zumindest zur Verminderung. Eine Vielzahl von Atmungseinschränkungen wird durch spezielle Schwellungszustände, welche die gesamte Schleimhaut der Nase und des Nasenrachenraums betreffen, verursacht. Nicht nur zu bestimmten Jahreszeiten, sondern häufig auch über das ganze Jahr auftretende Allergien, leider zunehmend, führen ebenso zu Behinderungen des Luftstroms wie chronische Nasenschleimhautentzündungen der vielfältigsten Ursachen. An diagnostischer Wertigkeit ist hier im Zweifelsfall die genaue, auch endoskopische Untersuchung und vor allem die Befragung des Patienten höher einzuschätzen als Laboruntersuchungen. Da kommt wieder die psychische Komponente. Und wer psychisch aufgeregt ist, dekompensiert, der atmet dann natürlich auch oberflächlicher, anders, staccato-mäßig. Und dann haben wir natürlich auch wieder ein physisches Problem oder ein physiologisches Problem, weil dann tatsächlich der Sauerstofffluss abnimmt. Also ihr seht, das ist irgendwie miteinander verbandelt.
Ein negativer Allergietest schließt das Vorhandensein Allergie oder einer hyperreagiblen, also übermäßig reagierenden Nasenschleimhaut nicht aus und kann daher keinesfalls als Argument gegen eine Maskenbefreiung angeführt werden. Wie der Name Schleimhaut bereits andeutet, produziert Schleimhaut Schleim, scheint logisch. Oft genug in übermäßiger Menge und zu ungünstigen Zeitpunkten. Häufig klagen Patienten unter Atemmasken über permanenten Niesreiz und unstillbare Schleimbildung in der Nase. Das sind also auch Leute, die berufsmäßig Maske tragen müssen, Atemschutzgeräte und so weiter. Soldaten in C-Übungen, chemische Waffenübungen, welches ihnen ein längeres Tragen der Maske zur Qual bzw. unmöglich macht. Unverträglichkeit des Maskenmaterials sowie die hohen Kohlendioxidwerte, die natürlich ansteigen, unter der Maske mögen hierbei eine Rolle spielen. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum von Behörden wie auch Gerichten, anzunehmen, es sei Aufgabe des Patienten, die immunologischen oder biochemischen kausalen Zusammenhänge dieser nur beim Tragen einer Maske auftretenden Krankheitsbilder und Beschwerden zu beweisen. Die offensichtliche Tatsache der Beschwerden und Symptome ist Beweis genug. Wie bereits im zweiten Teil eingehend dargestellt, darf ein Symptom nicht deswegen bestritten werden, weil man mit dem zur Verfügung stehenden Mitteln die Ursache nicht finden kann. Besondere Sach- und Fachkenntnisse erfordern Patienten, welche sich einer oder gar mehrere Operationen im Bereich der Nase und der Nasennebenhöhlen unterzogen haben. Bei Anwendung nicht mehr zeitgemäßer Operationstechniken oder zum Beispiel auch nach ausgedehnten Nebenhöhlenoperationen kann eine Operation aus bestimmten Gründen auch mal in eine Verschlechterung der Nasenatmung münden. Neben diesen relativ leicht zu erkennen statischen, also dauerhaft bestehenden Befunden, existieren auch Atemhindernisse, die ihre beeinträchtigende Wirkung erst im Verlaufe des einzelnen Atemzugs und in bestimmten Situationen entfalten. Diese dynamischen Atemhindernisse sind schwierig zu diagnostizieren, dem Nichtmediziner mühsam zu erklären und werden meist übersehen. Die Diagnostik dieser Störung wird weiterhin dadurch erschwert, dass diese Nasen bei normaler Betrachtung eigentlich nichts an pathologischen Auffälligkeiten bieten. Diese dynamischen Störungen der Nasenatmung sind auf Anomalien im Bereich der knorpeligen Stützgerüstes der Nase zurückzuführen. So kommt es bei verschiedenen Konstruktionsfällen der diversen Stützknorpel der Nase erst im Zuge des Atemholens aufgrund des entstehenden Unterdrucks im Naseneingang zu sichtbaren Einziehungen der Nasenflügel und damit verbundene Engstellungen, die paradoxerweise umso schwerwiegender sind, je tiefer und angestrengter der Patient einatmet. Habt ihr vielleicht schon gesehen bei gewissen Menschen. Je schneller die Luft durch die als Düse wirkenden Nasenlöcher strömt. Die uns alle bekannte Wasserstrahlpumpe basiert auf diesem physikalischen Prinzip und kein Flugzeug würde sich ohne es in die Luft erheben. Diese atemphysiologische Besonderheit kann unter Atemmasken und hier wiederum am häufigsten unter eng sitzenden FFP2-Masken verstärkt werden. Ein Hinweis auf diese, wie Rhinologen, Spezialisten der Nase, sagen, dynamische Nasenklappenstenose, also Verengung, ergibt sich, wenn der Patient durch ein Auseinanderziehen der Nasenflügel eine deutliche Atmungserleichterung verspürt. Diese Besonderheit wird nach dem amerikanischen Rhinologen Cottle als Cottle-Zeichen bekannt. Es ist ja so, dass viele Mediziner sich sehr gerne verwirklicht und verewigt sehen in der Medizin. Ich suche schon lange irgendein Kaimi-Syndrom, aber ich brauche es nicht unbedingt. Bei Kindern, wollen wir die nicht vergessen, ist die Diagnostik nasaler Störungen abhängig vom Alter und natürlich die kleinen Kooperationsbereitschaft der Patienten und naturgemäß oft schwierig bis nahezu unmöglich. Und die haben ja Angst und wenn man da im Gesicht herummacht. Im Grunde genommen finden sich alle beim Erwachsenen besprochenen Gegebenheiten natürlich auch bei Kindern.
Als Nasenpolyp, und jetzt wird es interessant, liebe Eltern, werden bei Kindern im Volksmund meist die Rachenmandeln, die Adenoide, bezeichnet. Vergrößerte Adenoide äußern sich oft in dramatischen Symptomen. Sie bedeuten nicht nur ein ernstes Atemhindernis, sondern können eine Vielzahl von ernsten pathophysiologischen, also krankheitsphysiologischen Folgen für die Gesundheit und Entwicklung des Kindes zu Folgen haben. Sie sind daher ein absoluter Grund für eine Befreiung von Atemmasken. Jetzt kann natürlich ein böser Schularzt sagen, raus mit den Mandeln und dann ist alles gut. Ja, alles ist möglich. Wie eingangs bereits kurz angedeutet, liebe Freunde, muss man sich natürlich als die Frage stellen, wie so eine Behinderung der Nasenatmung überhaupt zu einer Maskenbefreiung führen kann. Die Frage sei erlaubt, denn die Patienten, um die es in diesem Fall geht, suchen den Arzt ja primär nicht wegen der Nasenatmungsbehinderung auf, sondern wegen der Dyspnoe, der Atemstörung, Atmungsstörung oder Atemnot. Nun wissen wir aber, dass die Patienten, welche eine Nasenatmungsbehinderung aufweisen und unter der Maske über Luftnot klagen, angeben, sie müssten, um unter der Maske ausreichend Luft zu bekommen, schließlich die Mundatmung zu Hilfe nehmen. Dieser Zwang, unter der Maske auf Mundatmung umstellen zu müssen, ergibt sich aus dem deutlich erhöhten Atemwiderstand, der jeder Atemmaske eigen ist. Ich glaube, liebe YouTube-Zensoren, das ist jetzt wirklich unbestritten, sonst können wir uns mal treffen und machen gemeinsam von euch überwachte Versuche. Ich würde das auch noch finanzieren, dank meinen großartigen Krötenwanderer-Freunden. Die höchsten Werte werden unter eng ansitzenden FFP2-Masken gemessen, haben wir in der Schweiz nie obligatorisch gehabt, im Gegensatz zu deutschen Landen, sagen wir fairerweise. Hier ist der Atemwiderstand um mehr als das Doppelte erhöht, auch das ist nicht zu bestreiten, was natürlich mit einem entsprechenden Anstieg der Atemarbeit, die der Mensch unter der Maske zu leisten hat, einhergeht. Welches Atemhindernis Sie unter einer FFP2-Maske zu überwinden haben, können Sie tagtäglich bei Ihren maskentragenden Mitmenschen erahnen, bei denen sich das Maskengewebe wegen der im Verlauf des Tragens eingeschränkten Luftdurchlässigkeit mit jedem Atemzug tief einzieht. Also das kann man in der Straßenbahn beobachten oder überall, wo irgendjemand eine eng ansitzende FFP2-Maske trägt, wie das ein-aus-ein-aus geht. Man sieht förmlich, wie die Betreffenden nach Luft ringen, insbesondere wenn sie sich körperlich noch etwas anstrengen, wie Treppen steigen oder schwere Dinge mit sich herumtragen müssen. Menschen leisten also abhängig von der Maskenart und der Dichtigkeit der Maske permanent erheblich zusätzliche Arbeit, auch in Situationen, wo sie jedes Quäntchen an zusätzlicher Belastung vermeiden sollten. Eine Universitätsprüfung, die unter FFP2-Maske abgelegt werden muss, lässt von daherein schon Zweifel an der Gültigkeit des Ergebnisses zu, weil wir brauchen ja im Gehirn was? Sauerstoff. Und was man in den Jahren der schulischen Maskenpflicht den Kindern angetan hat, lässt sich heute noch gar nicht in vollem Umfang ermessen. Die Kinder leisten während des viele Stunden dauernden Maskentragens eine starke, mehr belastende Arbeit, die ihnen unter normalen Umständen ein Mensch, der noch über das absolute Minimum an Restverstand verfügt, niemals zumuten würde. Um dem erhöhten maskenbedingten Atemwiderstand, der sich dem ohnehin bereits bestehenden erhöhten Nasenwiderstand hinzuaddiert, zu begegnen, wird ganz unbewusst auf Mundatmung umgeschaltet. Ja, meine Damen und Herren und liebe YouTube-Zensoren, es gehört seit langem zum medizinischen Basiswissen, dass die Mundatmung im Vergleich zur Nasenatmung die schlechtere Variante ist. Nicht nur, dass die jedem Laien geläufige Anwärm-, Befeuchtungs- und Reinigungsfunktion der Nase wegfällt. Durch die Austrocknung der Mundschleimhaut kommt es vermehrt zu Kariesbildung, Austrocknung, Mundgeruch, bakterieller und Pilzbesiedlung der ausgetrockneten Schleimhaut und zu Mundwinkelragaden, Geschwüren und so weiter. Beim Wachsen des Skeletts des Kindes können Fehlbildungen des Gesichts, des Kiefers und Haltungsschäden hinzukommen.
Die Mundatmung ist auch in Bezug auf die Sauerstoffsättigung des Blutes, der Belüftung der Lungen und anderer Herz- und Kreislaufparameter die deutlich schlechtere Alternative. Robert F. Forgot, Luis Ignaro und Ferit Mulat, alle in den USA, wurden 1998 der Nobelpreis für Medizin zuerkannt. Und warum erzähle ich euch das? Sie haben die vielfältigen medizinischen Wirkungen eines ganz bestimmten Gases, nämlich Stickstoffmonoxid, entdeckt. Es wird vor allem in der Schleimhaut der Nasennebenhöhlen gebildet und wird durch den nasalen Atemstrom in die Lungen transportiert. Neben vielen anderen positiven Effekten fördert es die Sauerstoffaufnahme in Lungen, erweitert die Gefäße und hat darüber hinaus antivirale und antibakterielle Eigenschaften. Mundatmer sind von diesen positiven Effekten aber ausgeschlossen. Nun wird auch verständlich, warum die um Maskenbefreiung nachsuchenden Patienten nicht primär über die Behinderung der Nasenatmung klagen. Nein, die Begründung lautet vielmehr: unter der Maske bekomme ich keine Luft, leide an Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Konzentrationsstörungen, Kreislaufstörungen, Schwächeanfällen und manchem mehr. Die Atemwegshindernisse im Mundbereich führen verständlicherweise am unmittelbarsten zur Atemeinschränkung, da sie durch keine weiteren Mechanismen mehr kompensiert werden können. Besonders gefährdet sind daher Kinder mit stark vergrößerten Gaumenmandeln. Diese Kinder sind unter der Maske akut gefährdet und deshalb hier ist die sofortige Befreiung von der Maskenpflicht und oder den Mandeln immer ganz individuell anzuschauen, selbstverständlich. Es ist keine Werbesendung für Mandeln raus, möchte ich klar festhalten, gerechtfertigt. Alle im Hals-Nasen-Ohrenbereich operierten Patienten sind übrigens wegen der erheblichen Gefahr der Wundinfektion durch die stets keimbesiedelten Masken mindestens bis zur vollständigen Wundheilung vom Tragen einer Atemmaske zu befreien. Das sollte ja wohl wirklich eine Selbstverständlichkeit sein. Die Schlafapnoe, und ich komme schon fast zum Schluss, da das Krankheitsbild der Schlafapnoe, also dieser Unteratmung im Schlaf, ein etwas gescheiteres Übersetzen, das fällt mir nicht ein, bei entsprechenden anatomischen Voraussetzungen häufig von Hals-Nasen-Ohrenärzten mitdiagnostiziert und mitbehandelt wird, soll es hier nicht unerwähnt bleiben. Die Schlafapnoe ist unbehandelt eine schwere, lebensverkürzende Erkrankung. Häufig halt bei übergewichtigen, stark übergewichtigen Menschen vorhanden. Diese Patienten leiden über Nacht an einer dramatischen Sauerstoffuntersättigung mit einer Vielzahl von dauerhaften Folgeschäden. Es ist nicht hinzunehmen, sie tagsüber durch eine vermehrte Rückatmung von Kohlendioxid bei Maskenatmung zusätzlich zu belasten. Auch diese Patienten sind a priori vom Tragen einer Atemmaske auszunehmen, wenn sie doch vor allem noch in der Nacht auch noch eine Maske tragen müssen. Auch das für mich eine absolute Banalität, Bifigura zeigt aber offensichtlich nicht. Ja, und bei sprachgestörten, gehörlosen Menschen, ich glaube, das ist noch banaler, dass man die wirklich von der Maske befreit, aber das nützt ja denen auch nicht. Wenn sie Lippen lesen müssen, dann haben sie ja keine Chance, wenn die hinter einer Maske sind. Und meine Frau hat eine solche Tochter und da rede ich aus erster Erfahrung. Nicht selten klagen Patienten über Kopfschmerzen nach längerem Maskentragen. Die Ursachen können vielfältig sein. So leiden manche Patienten an neuralgischen Beschwerden, die durch den Druck der Maskenränder und die an den Ohrmuscheln zerrenden Befestigungsschleifen verursacht werden. Das gibt es. Migränepatienten berichten, dass Anzahl, Dauer und Heftigkeit ihrer Attacken zugenommen haben, seit sie Masken tragen. Auch diesem Personenkreis kann eine Maskenbefreiung bei entsprechend starken und glaubhaften Beschwerden nicht verwehrt werden.
Des Weiteren, das kennen auch gewisse, leider Hautveränderungen, Hautekzeme durch die erhöhte Hauttemperatur und Feuchtigkeit. Unter der Maske begünstigten sich natürlich auch Hauterkrankungen und die zum Teil sogar in schwer beherrschbare bakterielle Ekzeme münden können. Nun kommt es im ärztlichen Alltag nicht selten vor, dass Patienten besonders unter der einen oder anderen Maskenform leiden. Deshalb ist immer auch zu überlegen, ob man mit Zustimmung des Patienten das Attest auf eine bestimmte Maskenform begrenzt, nicht zuletzt um den Patienten soziale Konflikte und Anfeindungen bis zum Arbeitsplatzverlust drohend ersparen kann. Ich komme zu etwas sehr Wichtigem zum Schluss, nämlich wie ein Attest nicht unbedingt formuliert sein sollte. In Berlin wurden Ärzte gezwungen, auf den Attesten zur Befreiung von Masken während des Schulbesuchs die ärztlichen Diagnosen anzugeben. Inzwischen wird berichtet, dass sich immer öfter weitere medizinische Sachverständige in Anführungs- und Schlusszeichen, wie zum Beispiel Arbeitgeber, Zugpersonal, Polizisten, Ordnungsamtmitarbeiter und diverse im Justizwesen Tätige, sich bemüßigt fühlten und fühlen, Auskunft über die medizinischen Gründe für das vorgelegte Attest zu fordern. Dies, meine Damen und Herren, liebe Juristen und ärztliche Kollegen, ist ein grober Verstoß gegen die grundlegenden Anliegen des Datenschutzes, begangen von Politikern, welche die Bevölkerung ansonsten mit den zum Teil widersinnigsten und impraktikabelsten Datenschutzbestimmungen überziehen. Diese völlig sinnbefreite Verordnung dient ausschließlich als Druckmittel zur unterschiedslosen Durchsetzung des Maskenzwangs und öffnet ein Einfallstor für eine zukünftige, politisch motivierte Öffentlichmachung intimster Persönlichkeitsdaten. Was würde wohl, schreibt Kollege Dr. Thoma, um einen hypothetischen Fall zu nennen, ein wegen chronischer Alkoholprobleme für arbeitsunfähig erklärter Staatsanwalt sagen, wenn sich demnächst diese Diagnose auf seiner Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder sonstigen Bescheinigungen für sonstige Personen fände? Gute Frage von Herrn Kollegen. Weder Lehrkräfte, noch Schulleiter, noch Lehrer, noch Polizisten, noch Zugschaffner verfügen über die Voraussetzung, ärztliche Diagnosen zu beurteilen. Das ist nichts gegen diese Menschen Gesprochenes, aber auch ich verfüge nicht über die Voraussetzungen, um eine Buchhaltung wirklich prüfen zu können. Und darum bin ich nicht Revisor. Schon daher, von dieser Nicht-Kompetenzverfügung ist die Nennung ärztlicher Diagnosen auf Attesten strikt abzulehnen. Und ich finde, man kann immer miteinander reden. Ich habe verschiedene Atteste, die ich bei Vertrauensärzten durchbringen musste. Ich bin nie gescheitert. Man hat fast immer einen Modus vivendi gefunden. Und wenn es dann mal ein Schutzschild war anstelle einer Maske, und es geht mir wirklich jetzt da um den Existenzverlust, um den Arbeitsplatzverlust zum Beispiel, oder? Aber wenn natürlich der Arbeitgeber oder irgendwelche amoklaufende, sich für Gott haltende Abteilungsleiter noch viel rabiater sind als prüfende Vertrauensärzte, dann wird der Dialog sehr, sehr schwierig, aber auch hier kann man sagen, wo ein Weg, wo ein Wille, nicht nur ein Gebüsch, sondern eben auch ein Weg. Das ändert nichts und gar nichts und überhaupt gar nichts an meiner Meinung über die Maske, aber ich habe Leute, die waren wirklich extrem verzweifelt und da muss man manchmal sagen, politischer Widerstand ist gut, wir haben viele Möglichkeiten und selbst so etwas ist machbar. Ich hoffe, liebe Freunde, ich habe euch nicht gelangweilt mit diesen Ausführungen, zum Teil anatomischen. Ich möchte einfach ganz, ganz klar sagen, eine Atemnot ist nicht justiziabel, das ist das subjektive Gefühl. Man bekommt keine Luft.
man spricht ja auch, es schnürte mir die Kehle zu oder japste nach Luft. Das ist ja in der Literatur, in dem Sprachgebrauch komplett eingegangen. Und darum ist es einfach nicht justiziabel. Und ich weiß nicht, ob wieder in der Schweiz Maskenpflicht kommt. In Deutschland und Österreich haben sie gar nie abgelegt. Zum Beispiel in den Öffis in Deutschland. In der Schweiz waren in den Spitälern 2 Wochen, glaube ich, keine Maskenpflicht. Ich weiß es nicht, wohin die Reise geht. Meine Glaskugel ist noch etwas trüb. Aber jetzt sind wir Anfang September in aller Ruhe und ich finde, auch meine Kollegen sollten da wirklich wissen, um was es geht. Und da muss man nicht Hals, Nasen, Ohren Facharzt sein, sondern sich einfach zurückbesinnen, was bedeutet Sauerstoff. Und Sauerstoff ist unser Lebenselixier. Und ich möchte auch mal die Politiker und gewisse Amtsärzte und irgendwelche Taskforce-MitgliederInnen mal die Besinnungsanregung machen, ist das wirklich sinnvoll, wenn man den Menschen die Sauerstoffzufuhr drosselt? Haben wir wirklich da Evidenz, um das teilweise sogar an der frischen Luft zu verordnen? Mit dieser Frage möchte ich schließen. Ich danke euch für die halbstündige Aufmerksamkeit. Und bitte, es ist nicht ein politisches Video dieses Mal. Es geht wirklich um das Ursächlichste, nämlich die Luft zum Atmen, den Sauerstoff. Teilt dieses Video, gebt es weiter, vor allem auch, wenn ihr Eltern seid, anderen Eltern. Gebt das auch, wenn ihr Lehrer seid, anderen Lehrern weiter. Nehmt das wirklich ernst und fangen wir doch wieder bei den Kleinen an und seien wir dort speziell vorsichtig mit diesen Dingen, die wir uns ins Gesicht hängen. Das wäre mein ganz großes Anliegen jetzt Anfang September, wo wir noch Muße, Ruhe und etwas weniger Emotionen haben, als wenn es unglücklicherweise wieder losgehen sollte. Merci vielmals, Amandla, Avetu, Salizame.